Auftrag im Hafenbahnhof. Willkommen im Hafenrangierbahnhof. Ihre zugewiesene Lokomotive wartet bereits auf Sie. Bilden Sie einen Zugverband und machen Sie diesen für die Lieferung nach Aschaffenburg bereit. Und damit herzlich willkommen zur nächsten Fahrt in Train Sim World hier am frühen Morgen in Aschaffenburg am Hafen, hier an den Rangiergleisen. Unsere BR204 wartet schon im Bayernhafen Design, Bayernhafen Bahnservice. Hat nicht lang gedauert und die ersten Repaints kamen raus. 4 Stück haben wir mittlerweile schon. Und ich dachte mir, wenn wir hier am Hafen unterwegs sind, nehmen wir doch einfach die Variante des Bayernhafens. Sehr, sehr cool auf jeden Fall. Und wir legen mal los. Auf geht's. Sollen hier so ein bisschen rangieren. Setzen wir uns mal hin. Stecken den Hauptschlüssel rein. Das Ganze natürlich auch vorwärts. Wie immer aktivieren wir die Bremsen. Und da müssen wir gleich mal die Weichen stellen. So. Welche dürfen es denn sein? Wo müssen wir denn hin? Die hier, ne? Genau, wir wollen ja hier raus. Genau, perfekt. So. Hier, irgendwer hat mir auch gesagt, hier wäre ein Griff unten am Sitz. Da könnte ich den Sitz verstellen. Oh, das ist der falsche Sitz. Warte mal. Schau mal einer an. Joa, machen wir mal so. Noch ein kleines bisschen. Das ist natürlich, dass hier so Gimmicks verbaut sind, das ist natürlich schon cool. Ja, da sehen wir deutlich mehr. So, Bremse lösen. Und auf geht's. Kuppeln wir erstmal da hinten an die Wagen an. So, natürlich haben wir vergessen, uns die Beleuchtung anzuschalten. Spitzenlicht an, weiß, weiß, hinteres Signal an, rot, rot. Genau, perfekt. So, hier sollen wir ankuppeln. Da müssen wir natürlich erstmal über die Weiche fahren. Weiß, weiß, an, rot, rot, genau, perfekt. Ah, nee, Quatsch, da müssen wir ausmachen, ne? Genau, so ist richtig. So ist richtig. Ja, sieht richtig, richtig schick aus. Das Lokomotivchen. So, einmal hier rüber. Und dann noch rückwärts. Ah ne, Moment, Moment, bevor wir losfahren. So, natürlich die Weichen stellen. In welches Gleis müssen wir rein? Wir müssen in das da. Also muss die nach hier. Und die. Im Moment, in welches? In das hier hinten. Die muss gestellt werden. Und die muss so bleiben. Genau. Jetzt können wir losfahren. Jetzt.
einmal die ersten Waggons abholen. Ich bin mal gespannt, was wir hier alles abholen müssen. Ich hoffe auch, das hat jetzt geklappt mit den Weichen. Oh, sieht gut aus. Sehr schön. Ausgelegt ist das Ganze hier auf 25 Minuten. Und es ist so mittelschwer. Mal gespannt, was uns hier erwartet. Auf jeden Fall eine Menge Rangierarbeit. Bitte. Ja, das war. Muss ich noch üben. Das war ein wenig viel. So, hier mit 3,6 können wir da schon mal dran fahren. Wollen ja nichts kaputt machen. Wir nehmen an, das ist auch noch Chemikalien. Wollen hier nichts riskieren. Und zack, Bremse an. Und dann kuppeln wir mal die Wagen an. Na, das hat ja mal wieder super geklappt. Ich bin halt der geborene Lokführer, ihr wisst das. Hier haben wir gesessen. So, Bremse wieder lösen. So, jetzt aber. Na. So, da hätten wir die, hätten wir schon mal abgeholt. Tür mal zu. So. Dann das Ganze wieder auf vorwärts. Bremse wieder lösen. Und zum nächsten Mal. Gleis aufbrechen, 5B Hafenbahnhof, Nebengleis 5B. Immer mal ein paar Screenshots machen. So, darüber müssen wir. Hat jetzt schon deutlich besser geklappt als eben. Aber ich glaube, hier müssen wir definitiv ein bisschen weiter rollen, weil wir müssen ja über die Weiche. Das wäre sonst wäre das ja bekloppt. Irgendwie ist die Markierung da auch quer. In dem letzten Szenario hieß es auch, wahrscheinlich sollte ich mit dem letzten Waggon in der Markierung stehen und das denke ich ist hier genauso. So, einmal bremsen. Genau. Stellen Sie den Richtungswender auf neutral, natürlich gerne. Entfernen Sie den Schlüssel.
Und setzen Sie sich in den anderen Sitz. Das machen wir auch. Jetzt kann ich hier gar nicht die Höhe verstellen. Das ist ja doof. So, Schlüssel rein. Und einmal vorwärts bitte. Bremse aktiv machen. So. Und auflösen. Und dann müssen wir da vorne angucken. Ist denn die Weiche schon gestellt? Wir müssen wohin? Hier hinten, das ist das Gleis. So, die Weiche steht auf gerade. Die müssen wir stellen. So, die ist auch und die auch. Ne, hier. So, genau. Auf geht's. Ich wollte ja eigentlich noch die SIFA anmachen, ne? Genau. Hab ich ganz vergessen gehabt. Viel zu schnell. Viel zu schnell. Hallo, Bremsen. Irgendwie sind wir auch auf dem falschen Gleis. Nee, Quatsch. Alles gut. Alles gut. Mein Fehler. So. Auf ein neues. Ganz vergessen, dass da eben nur 10 km/h erlaubt waren. So, jetzt aber. Genau. Ja, können wir den Sitz hier nicht verstellen? Ah, guck mal an. So, jetzt passt das auch. Ich will lieber da sitzen, bin ich ganz ehrlich. Das muss man natürlich gucken. Ah, schon wieder viel zu schnell. Und das nervt mich aber gerade so ein bisschen, dass ich hier so wie so ein Vollamateur. Das ist nicht lustig. Jetzt darf ich wieder schneller fahren. Ah, das ist aber auch hier hanebüchen, echt. Ja, ich weiß, wer hier Profifahrer ist, der denkt sich wahrscheinlich, mein Gott, was der sich dahin düdelt. Aber so bin ich halt. Und da ich Ewigkeiten wirklich, bis ich mir die Lok hier geholt habe, Ewigkeiten nicht mehr rangiert habe in einem Zugspiel, ist ja auch nicht so einfach, ne? So. Bremsen. Und langsamer ran. Ja, nichts kaputt machen. So. Kuppeln wir mal wieder an. Normal würde das natürlich mein Kollege machen.
Aber selbst ist der Mann. Zack. So. Fahrzeuge abkuppeln? Okay, Zug schon zusammengestellt. Ah, jetzt muss ich noch mehr holen. Wahrscheinlich muss ich die nur abkuppeln, weil ich sonst da hinten nicht mehr reinpasse. So, jetzt können wir aber anscheinend hier einmal auf rückwärts die Bremse lösen. Da hinten die beiden Waggons holen, die stehen auf dem Nebengleis. So, einmal hier reinfahren und den dann abholen und wahrscheinlich da auch noch dranhängen. Aber das kriegen wir schon hin. Soundpaket ist aber echt auch klasse hier. Nee, hier kann man gar nicht rausgucken, aber wir können mal offen lassen, weil es ist ganz schön warm. km/h dürfen wir gleich nur noch fahren. Das ist wahrscheinlich, wenn wir hier ankuppeln. Tatsächlich, wir dürfen hier nur 4 km/h fahren. Gehen wir mal runter. Ja, das ist ja wirklich nur die Lok fährt. Das Ding bremst so unglaublich schnell ab. Das ist nicht schön. Also, das war hier direkt auf dem Nebengleis. Warum durfte man hier nur 4 km/h fahren? Das kann doch nicht real sein. Das ist doch. Ach, Mann. Bremsen und die Weiche stellen vor uns, damit wir hier einmal rein können. So, Richtungswender wieder auf vorwärts, die Bremse lösen und los geht's. Ich habe nur ganz kurz Minimum angetickt und das Ding ist einfach schon gleich stehen geblieben. Wahnsinn, wie schnell das geht. So, Bremse rein gleich. Holen wir uns den auch noch. Och, noch mal 3 Wagen. Eieieiei. Moment, wie rum fahre ich jetzt am besten? Okay, ich muss raus und dann wieder da rein. Aufs übernächste Gleis, also einmal ganz raus. Machen wir. Oh, 20 Minuten sind wir jetzt schon am Rangieren. 25, wenn das jetzt wirklich die letzten sind, könnte klappen.
Also es ist halt ein ganz anderes Spielgefühl, ne? Wenn man hier so eine Lok hat, mit der man hier alles am Rangieren ist, ist ein ganz anderes Spielgefühl, als wenn man hier auf offener Strecke mit einer S-Bahn oder mit einem Regionalexpress, was weiß ich, Güterzug unterwegs ist. Komplett anderes Spielgefühl, das kann ich euch schon mal auf jeden Fall sagen. Aber mir gefällt's. Ist schon nett. So. Einmal anhalten. Die Weiche bleibt. Muss man nur. Das Gleis. Müssen wir eigentlich nur die stellen. Genau, die bleibt. Die ist gestellt. So, wieder einmal auf Vorwärts. Und die nächsten Waggons abholen. Ich habe mal hier in Kassel in der Nähe vom Güterbahnhof gewohnt. Also mit Nähe meine ich wirklich, ich habe knapp 1,5 Kilometer weg gewohnt. Das ist wirklich schon enorm nachts. Wenn da die Loks pfeifen, so wie hier, das hat man halt in einer komplett ruhigen Stadt echt richtig gehört. Ne? Das war schon... Heftig, heftig. So. Jetzt haben wir hier noch ein paar Chemiewaggons. Die holen wir uns auch noch ab. Ah, wieder zu viel. Wieder zu viel gebremst. Die auch. Und abkuppeln. Ach so, die müssen gar nicht an die anderen dran. Okay, immer noch nicht geschafft. Unser Dienst ist noch nicht vorbei. Da ist gleich wieder nur 10 km/h, da muss ich drauf achten. Komm schon, nicht stehen bleiben. Glück gehabt. Mal gespannt, ob wir jetzt noch mehr kuppeln müssen oder ob wir die hier einfach nur parken sollen. Okay.
Wo sollen wir jetzt hin? Nach hier hinten wieder fahren. Zu unserer Ausgangsposition. Okay, die darüber, die auch. Und die steht noch perfekt. Ja, das Ganze wieder auf vorwärts. Und zum Hafenbahnhof Nebengleis 07. Jetzt dürfen wir aber mal ein bisschen beschleunigen. Ich weiß gar nicht, ob man, wenn man nicht gerade rangiert, überhaupt mit 40 durch die Gegend fahren darf. So, was hätten wir? Instrumentenbeleuchtung hätten wir auch mal anmachen können. Ja. Der Kollege ist auch unterwegs, habt ihr gesehen? Cool. Oh, jetzt sind wir aber drüber geschossen. Naja. Müssen wir nochmal zurücksetzen. Eieiei. Tja. Das zählt nicht. So, jetzt aber. Okay, das war's. Rangierzauberei haben wir freigeschaltet. Und Medaille haben wir auch bekommen. Ich sehe gar nichts. Gibt keine Medaille. Okay. Ja, hat Spaß gemacht. War jetzt schon etwas kniffliger, als einfach nur einen Zug über eine Strecke zu fahren und an Bahnhöfen anzuhalten. Aber hat auf jeden Fall Spaß gemacht. War was anderes. Bisher ist jetzt so die dritte Fahrt, die ich jetzt gemacht habe. Die vierte mit der Einführung, mit der 204er. Ist, wie gesagt, gewöhnungsbedürftig, dass man keine ganz freie Sicht hat. Aber durch diese Einstellung des Sitzes ist das schon ein bisschen manipulierbar und ja, macht auf jeden Fall Spaß. Cool wäre wirklich, wenn man ja zumindest so eine kleine Personenstrecke fahren könnte mit 2-3 Waggons hinten dran, aber natürlich nicht mit Doppelstockwaggons. Aber ich glaube, das bleibt erstmal für eine längere Zeit Wunschdenken. Ja, schade. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, ihr hattet auch so Spaß wie ich und würde mich freuen, wenn wir uns bei meiner nächsten Videos wiedersehen. Macht's gut, bye bye.